Weißt du übrigens, dass Vater der felsenfesten Überzeugung ist, dass es dir mit der Suche nach der Mikrobe der menschlichen Dummheit ernst sei? Ich weiß gar nicht, Katrin, ob es mir nicht wirklich ernst ist. Hm? Sieh mal, wenn nach zwei Weltkatastrophen man eine dritte plant, dann muss irgendetwas mit den Gehirnen der Menschen nicht mehr in Ordnung sein. Ja. Und in einem Zeitalter, wo man den Sonnenstrahl wägen kann, wo man berechnen kann, dass das Elektron des Wasserstoffatoms in einer Millionstel Sekunde 7 Milliarden Mal seine Bahn durchläuft, sollte man herausfinden können, was es ist, das diese Verheerungen im Menschenhirn hervorruft. Ja. Ja. Übrigens können die Mikrobe oder der Virus oder was immer die Dummheit hervorrufen, nach dem Resultat zu urteilen, gar nicht so winzig sein. Stelle sie mir in der ungefähren Größe eines Albatrosses vor. Noch ein Eichen. Gerne. Natürlich könnte man jeden Krieg verhindern. Womit? Ein internationales Abkommen, das bestimmt, dass die Staatsoberhäupter und die Diplomaten der kriegführenden Mächte im vordersten Schützengraben zu liegen haben, würde den Ausbruch des ewigen Weltfriedens zur Folge haben. Ja. Aber man kann nicht verlangen, dass die Welt auf einen so unkomplizierten Ausweg verfällt. Dankeschön.